Herzlich willkommen jetzt schon zum zweiten Video mit Charlotte von Isaac Nutrition. Ein weiteres Produkt von euch kommt zum Einsatz. Genau. Da ist es. Was ist das und was machen wir damit? Das ist das reine Insektenmehl, Isaac Pure, 100% Buffalo Wurm. Okay. Und wir machen damit ein Zwirbelbrot. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal die Zutatenliste durch. Für das Zwirbelbrot brauchen wir Weizenmehl, Isaac Pure Insektenpulver, Salz, Wasser, eine Prise Zucker und frische Hefe. So, was ist denn jetzt der erste Schritt? Der erste Schritt ist jetzt erstmal das Mehl mit dem Insektenmehl zu mischen und ein bisschen Salz dazu zu tun. Also kannst du das gerne mal aufmachen. Wir mischen jetzt also Mehl mit Mehl. Genau, wir mischen jetzt das Weizenmehl. So sieht das hier aus. So sieht das hier aus. Ist dieses Mehl genauso einsetzbar wie jedes andere? Also Weizen, Dinkel, Roggen, keine Ahnung. Also es ist natürlich kein Mehl im herkömmlichen Sinne. Es hat kein Gluten, also nicht diese Klebeigenschaften, die normales Mehl zu dem machen, was es ist. Man kann Teile von herkömmlichem Mehl damit ersetzen, aber nicht 100%. Okay. Weil sonst der Kuchen zum Beispiel nicht mehr aufgeht oder nicht mehr zusammenhält. Wir empfehlen je nach Teig so 10-30%. Okay, und ich nehme jetzt 50 Gramm ungefähr. Okay. Auf 450 Gramm Weizenmehl. Und das wird dann zu einem Brot, richtig? Genau, zu einem Zwirbelbrot. Zwirbelbrot. Was ist ein Zwirbelbrot? Ich habe diesen Namen eben gehört und dachte mir, ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich könnte mir jetzt aus dem Namen einiges herleiten, aber besser, du sagst es kurz. Also du hast ja wahrscheinlich schon das Richtige gedacht. Das ist einfach nur ein Brot aus dem Hefeteig, was so gleich wie so ein Zopf gezwirbelt wird. Genau, da kommt jetzt noch Salz rein. Ich mache hier einfach, drehe hier einmal ein paar Mal die Mühle. So, man kann das Brot variieren. Man könnte da jetzt noch Oliven reingeben, getrocknete Tomaten, irgendwelche Nüsse oder Samen. Ja. Wir machen das nicht, wir bleiben jetzt ganz klassisch. Ihr habt ja drei Proteinpulver. Wie kam es denn zu diesem Produkt, dass ihr euch entschlossen habt, auch quasi, also auch das Insektenmehl pur auf den Markt zu bringen? Das war eigentlich eine ganz einfache Entscheidung, weil wir das Insektenmehl ja sowieso beziehen aus Holland, um daraus das Proteinpulver zu machen. Und wir eben dachten, das ist so ein tolles Produkt als Naturprodukt, unverarbeitet. Die ganzen Nährstoffe, man sieht das hier ganz schön, wenn man einmal den Deckel hochzieht. Ja. Diese 15 Vitamine und Mineralstoffe. Ein kleiner Wurm liefert einiges an Nährstoffen, wie man hier sieht. Genau. Sehr cool. Gut, dann geht's weiter. Jetzt haben wir hier das Mehl vermischt. Jetzt kommt das lauwarme Wasser. Das sind 300 Gramm und da machen wir jetzt ein bisschen Hefe dazu. Die kann man da einmal reinbröckeln. Und du bröselst das jetzt einfach nur so ins Wasser rein? Ich brösel das jetzt richtig? Ins warme Wasser rein, genau. Okay. Mach da noch eine Prise Zucker dazu, weil die Hefe ja was zu fressen braucht. Das Wasser darf nicht zu heiß sein, sonst geht die Hefe direkt kaputt. Aber die Wärme, die sorgt eben dafür, dass das sich ein bisschen schneller löst. Also nicht auf keinen Fall kochen? Auf keinen Fall kochen. Aber so heiß, wie es aus dem Hahn kommt, reicht das schon, ne? Genau, so lauwarm einfach. Das reicht schon, dass sich das einfach besser auflöst. Cool. Okay, in die Mitte. Und jetzt wird geknetet. Wow, und da gibt es natürlich verschiedene Philosophien. Ne? Ja. Es gibt Leute, die sagen, mit beiden Händen rein. Die haben dann aber ein Problem, wenn irgendwas fehlt oder das Telefon klingelt oder sie an die Tür müssen. Und dann beide Hände voller Teig. Ich habe jetzt dich, genau. Ich bin aber trotzdem eher der Typ mit einer Hand, mit der anderen Hand die Schüssel halten. Also, interessant. Ich bin immer auch so der, wie man das wahrscheinlich Grobmotorik kennt. Erzähl doch mal, wie kam das denn eigentlich so mit Otto Mohl und Isaac? Das kam so, wir wurden angeschrieben von eurem Innovations-Team, ob wir uns nicht mal, ob wir nicht mal vorbeikommen wollen, unsere Produkte vorstellen und uns. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und haben gemerkt, das passt ganz gut. Sowohl so vom Produkt und von unserer Ausrichtung, als auch irgendwie so von der Unternehmenskultur und den Werten. Und dann ging das irgendwie immer weiter und mittlerweile ist da jetzt eine Beteiligung zustande gekommen und eben auch eine strategische Partnerschaft. Die, glaube ich, für beide Seiten ganz, ganz spannend ist. Total. Also das harmoniert sehr gut, finde ich. Und wir sind auch sehr stolz, weil ihr quasi unser erstes Start-up seid, unser erster Partner. Ja. Und wir sind gespannt, was da noch kommt. Genau, das muss am Schluss einfach so ein glatter Teig sein, der nicht mehr an der Schüssel so klebt. Und dann können wir den so direkt verarbeiten? Nee, da muss der 12 Stunden gehen. 12 Stunden. Aber, Line. Das war nicht so abgesprochen, dass ich hier 12 Stunden auf mein Brot warten muss. Wir sind doch perfekt vorbereitet. Und ich habe natürlich gestern Abend schon den Teig gemacht und gehen lassen. Kann man mir auch mal sagen vorher, und, ne? Vielleicht bevor wir hier. Mitgebracht. Ja, das war's eigentlich schon. So sieht der Teig dann aus. Einmal der Kamera präsentieren. Tada!
Genau, den würden wir jetzt in den Kühlschrank stellen, abgedeckt. Ja. Das habe ich gestern Abend schon gemacht und euch jetzt diesen Teig hier mitgebracht. Okay, das sieht anders. So sieht er dann aus, wenn er ein bisschen gegangen ist. Bisschen, für satte 12 Stunden. Okay. Genau, und jetzt müssen wir eine bemehlte Arbeitsfläche schaffen. Ja. Genau, jetzt wird er einfach aus der Schüssel geholt. Und jetzt ist ganz wichtig, dass man den nicht mehr knetet, dass diese Struktur so weitestgehend bestehen bleibt. Dann müssen wir das jetzt in 4 gleiche Teile ungefähr teilen. Das wird dann so gerissen. Genau. Und jetzt kannst du die einfach so lang ziehen, nicht kneten, einfach sondern einfach lang ziehen. Das macht auch nichts, wenn an manchen Stellen der Teig so ein bisschen trockener ist. Okay. Und jetzt werden die einmal hier oben so zusammengedrückt und dann kannst du einfach den einen über den anderen heben. So einen Zopf machen. Also mit Timo, ich den Teil, du den. Genau. Yes. So, und jetzt können wir den nochmal mit ein bisschen Olivenöl bestreichen. Ja, der oben so ein bisschen. Damit der so ein bisschen glänzt. Und man kann jetzt hier auch noch, das können wir auch machen, ein bisschen Sesam oben drauf streuen oder. Stradine jetzt hier noch so ein bisschen Sesam oben drüber. Perfekt. Und jetzt kommt das in den vorgeheizten Backofen. Jetzt hier mal auf. Also die Kruste ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und das sieht auch eigentlich gut aus, oder? Was meinst du? Ja, ich finde es auch lecker. Noch so ein bisschen nicht ganz so trocken. Genau, nicht ganz so trocken. So, es sieht alles köstlich aus. Ja. Darf ich es probieren? Sehr gerne, bitte greif zu. Ich probiere erstmal ein kleines Stück. Man weiß ja nicht, ne? Erstmal so, ich nehme Hummus. Hummus liebe ich nämlich sehr. Mmh, sehr knusprig. Mhm. Ich finde es lecker. Ich gebe es hiermit frei. Es ist lean improved und ihr dürft es alle nachkochen. Nee, aber ich finde es sehr, sehr super. Und ich finde es vor allem auch super, das wollte ich nochmal sagen, dass man durch Produkte wie eure, in denen Bestandteile von Insekten sind oder eben Insektenmehl, so ganz neue Möglichkeiten hat, Sachen in der Küche auszuprobieren und diesen Ernährungspart so in seinen Alltag einzubringen. Das finde ich super. Dankeschön. Und daher vielen Dank, dass du da warst und uns diese 2 köstlichen Rezepte gezeigt hast. Ja, danke für die Einladung. Ich würde sagen, wir mampfen das jetzt mal auf, geben ausnahmsweise dem Team was ab. Das machen wir auf jeden Fall. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass unsere Zuschauer dich oder euch gesehen haben. Schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.